außerdem bekommen im Mediabook, was ich ehrlich gesagt jetzt etwas schade finde, weil Witchtrap ist ja einer der Titel, die in dieser Creepy Little Things Edition erschienen sind, die natürlich alle auf dem Spine durchnummeriert sind und ich habe irgendwie nie in diese Reihe hineingefunden, weil ich ja eigentlich keine DVDs mehr kaufe und da nur mehr mit Reihen weitermache, die ich schon habe, habe ich jetzt nicht zur Zeit der Blu-Rays und so weiter wirklich mit einer neuen DVD-Reihe angefangen. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es den Film auch in der Reihe nur auf DVD und nicht auf Blu-Ray. Vielleicht kann man das noch nachholen oder vielleicht gibt es eh und ich habe es nur bis dato noch nicht mitbekommen. Hier für mich und meine Sammlung ist auf jeden Fall das Mediabook wesentlich passender. Aufgemacht wie von 84 gewohnt mit dem bekannten Booklet-Design und so weiter. Sieht eigentlich wirklich, wirklich cool aus.